Es rappelt im Karton. Tung, 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 tung. Hallo, gut, dass ihr zugeschaltet hier im YouTube-Kanal bei Ultra HD Web TV. Euer Medienkanzler hat hier was in der Hand. Das nennt man DVB-T. Cool, ne? Und DVB-T sieht dann ab 1. April, also ab 29. März, so aus. Nix geht mehr. Dunkel. Wenn man aber DVB-T 2 hat, heißt es ja, dass das dann wieder, dass man dann da wieder was sieht. Gut, dieses gute Stück werde ich nicht wegwerfen, weil wir sind ja eine Filmfotoproduktion. Das kann man natürlich auch als Monitor benutzen. Gut, da drin ist jetzt ein DVB-T eingearbeitet und sind wir auch direkt beim Kernstück des DVB-Ts. Ja, also wie gesagt, das gute Stück kann ich dann nicht mehr so mit mir hier rumtragen und ich kann dann auch nicht mehr Fernsehen gucken oder so, weil ich ja dann kein DVB-T2 mehr habe. So, dann kann ich das gute Stück schon mal wegwerfen. Da sind wir also beim Kernthema. Wir produzieren ab dem 29. März richtig viel Elektroschrott. Ja, ist ja klar, alles weg. Da hinten steht ein riesen Monitor, auch mit DVB-T. Können wir dann auch verschrotten. Denn jetzt muss ich natürlich hier ein Zusatzgerät anbringen. Und diesem Zusatzgerät kann ich dann also dann auch HD sehen. Mit dem Teil bestimmt nicht. Ja, also das gute Stück kann ich mir dann klemmen. Gut, das ist natürlich auf dem Monitor. Jetzt gehe ich mal dahin, um zu sehen. Also ich habe hier alle. Arte läuft, Vox läuft. So, das nennt man Freiheit. Merkt ihr schon? Ich bin frei. Ich kann mir hier Vox angucken, hier den ganzen blöden Kabel 1. Neo Kika N24. N24, wir gehören ja zu N24, Wetter und Werbung, wisst ihr ja, Post Vision. So, das Ganze ist aber hinfällig. Ja, Post Vision ist klar, das ist Werbung. Ich mache jetzt aber keine Werbung, sondern ich will einfach über das DVB-T sprechen. DVB-T wird abgestellt, habt ihr ja gesehen, ist dunkel. DVB-T 2 wäre dann, aber nicht auf Sonnenmonitor, weil, ja, okay, ist ja albern, wenn ich jetzt hier unten drunter noch so ein H265 Adapter dran pack und dann noch eine Karte reinschiebe und dann damit, nee, also das ist Quatsch. Auf so einem kleinen Bildschirm da. Nur das war Freiheit. Ich vermisse die Freiheit und ich verstehe euch nicht. Ich verstehe keinen einzigen von euch, dass ihr euch diese Freiheit nehmen lasst. Also analog wird abgestellt, das digital normal wird abgestellt. 2022 Bezahlfernsehen muss man für alles dann bezahlen. Und ihr sagt ja, 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 ja. So, die SPD hat das abgenickt. Vielleicht ist der Herr Gabriel deswegen abgetreten, weil er weiß, da könnte was auf ihn zukommen. Denn ich fange ja auch jetzt damit an. Ihr seht, ich habe andauernd. Wurde unterbrochen, wie gesagt, diesmal war das Ehren. Aber darüber sprechen wir ein andermal. Und zwar, viele haben ja Ärger. Das war wieder was anderes. Also viele haben ja Ärger mit Stromanbietern, da läuft was schief. Wir sollten plötzlich 1.899 Euro Strom bezahlen, obwohl wir nur 131 beim RWE bezahlt haben. Also statt Wechsel billiger, RWE hätten wir jetzt 141 gezahlt. Ich habe gerade so eben das hier reinbekommen. Ich zahle zum Beispiel jetzt 165. Blöder Wechsel, ne? Ich habe trotzdem ja gesagt, weil komm, ich zahle mehr. Wollen wir mal Ende des Jahres sehen, ob wir nicht ein bisschen Geld zurückbekommen, ne? Ich habe nicht Geld über, um Gottes Willen, deswegen mache ich ja jetzt das Thema mit DVB-T. Es ist immer noch dunkel. DVB-T, ja, ist dunkel. Ja. Jetzt muss ich wieder unterbrechen, Kunden. Wo waren wir denn stehen geblieben? Also der Tag ist heute mal wieder geflossen und wir haben über DVB-T gesprochen. DVB-T ab 1. April bleibt ja, ja, bleibt da aus, der DVB-T. So, und dann, wenn man DVB-T 2 hat, dann hat man natürlich auch wieder ein Bild. Ja, aber was ist, wenn man so viele DVB-T-Geräte hat? Ja, dann schmeißt man die alle weg. Oder aber, wenn das jetzt alles DVB-T-Geräte wären, habe ich am Kopf, also wenn das alles DVB-T-Geräte wären, ja, könnte man die jetzt alle entsorgen. Und wenn das alles DVB-T-2-Geräte wären, ja, dann hätten wir jetzt 1, 2, 3, 4 mal 60 Euro zu zahlen. Ja, und viermal so um die 79 Euro für einen guten Tuner. Lasst es euch mal auf die Zunge zergehen. Viermal, ne? So, die Frage lautet natürlich, die Damen und Herren im Altenheim. Ja, wer so bettlägerig ist. Im Altenheim haben die Leute circa 100 Euro
nur noch zur Verfügung. Und davon sollen die dann einmalig 60 Euro ausgeben, damit die Fernseh schauen können. Nun, ob das alles Freiheit bedeutet, Freiheit, die wir kennen? Nee, Freiheit, die wir kennen, wird eingesperrt im Jahre 2022. Dann gibt es keine Freiheit mehr. Im Jahre 2022 ist das Analoge weg, Digitale wird umgesetzt, HD, wenn wir Pech haben, gehen wir dann auf 4K. Dann fangen wir wieder von vorne an. Warum er das alles duldet, weiß kein Mensch. Das hier ist die tolle, totale Freiheit. Ich habe ein DVB-T2-Gerät, nein, ich habe ein DVB-T-Gerät in meiner heutigen Freiheit. Sagen wir mal, ich bin obdachlos, liege jetzt hier irgendwo in der Ecke und könnte fernschauen. So, was dann natürlich dann nicht mehr möglich ist. So, oder ich bin Hartz IV und habe kein Geld mehr. Ja, dann könnte ich jetzt aber auch Fernsehen gucken. Ich könnte jetzt Fernsehen gucken, könnte jetzt hier rauf und runter schalten und mir alles anschauen. Ja, ne? Ja, so ein kleines Gerät hier würde vollkommen ausreichen. Ist ja an sich schon ein hochmodernes Gerät gewesen. Hat Slots, ja, hat USB, hat Kartenreader, Kopfhörer, Ausgänge für AV und so weiter. Deswegen nutzen wir das natürlich für unsere Kameraarbeiten. Wie ihr seht, ja, lasst es mal, ich weiß es nicht. Also ihr seid jetzt auch ein Fan von DVB-T2.0, also HD. Und wenn ihr jetzt mal hier hinguckt, wie scharf das DVB ist, was ich hier in der Hand habe, ne? Das ist das einfache DVB-T. Bin total frei, ich kann spazieren gehen, kann tun lassen, was ich möchte. Ich kann mich hinsetzen, wo ich möchte, könnte ferngucken, wo ich möchte. Meine lieben Freunde, warum verzichtet ihr eigentlich alle auf eure Freiheit? Die Freiheit, fernzuschauen, da wo ihr gerade seid. Ja, diese Frage will ich einfach mal auf den Wege bringen, euer Medienkanzler, weil wir alle Fragen demnächst hier am Thekentheater erläutern werden. Wir wurden jetzt gefragt, macht doch mal einen Klick. Clip über DVB-T. Mal schauen, was die Leute dazu sagen, wenn die erkennen, wie viele Geräte, wenn man so viele DVB-T-Geräte hat, wenn die am 1. April bzw. am 29. März abgeschaltet, wie teuer ist denn das? Ne? Ja, ein neuer Fernseher macht es nicht, also Teil ist auch neu, ist aber kein, wie gesagt, DVB-T 2.0, sondern DVB-T. Ja, ist ein Jahr alt, hätte man vorher wissen sollen, aber naja. Ist eben halt so passiert. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen älter. Ist okay. So, aber wie gesagt, wenn man nicht aufgepasst hat, man hat halt so ein Gerät gekauft vor einem Jahr, dann hätte man natürlich jetzt richtig Pech. Jetzt, ne? Ist klar, man kauft schon wieder neu. Denn so ein Gerät mit spazieren gehen, ja, ich kann jetzt damit spazieren gehen und Fernsehen gucken, egal wo ich bin, im Auto, vor mir, hinter mir, egal wie oder ne, zur Belustigung des Kindes, was dann aber nicht mehr möglich ist. Ja, doch, ja klar, an dem Tag, wo ich mir ein DVB-T 2.0 HD Gerät kaufe, dann wird sicherlich so eins dann auch geben, da ist halt nur ein anderes Modul drin. Ja, nur ein Problem, ich kann dann die zusätzlichen nicht gucken oder aber die zusätzlichen bezahle ich dann auch. Das heißt, 60 Euro, 60 Euro. 60. 60? Oder ich verabschiede mich jetzt einfach von allen? Gut, noch einmal. Wir sind eine Firma und das sind alle Spezialfernseher, die halt auch als Monitor benutzt werden können. Deswegen schmeißen wir die natürlich nicht weg. Nur fern schauen wir nicht mehr darauf und für die Sendung ist dieses Gerät auch eingeschaltet worden, weil in Wirklichkeit ist auch das nur noch ein Monitor. Dafür sind die Anschlüsse da. Wir können das googeln, also wir können ein Google TV daraus machen, indem wir den Chromecast-Stick hier rein stecken würden oder hier eine Karte oder aber hier ein Videogerät bzw. ein externes Gerät, was hier eingespeist worden würde. So, noch einmal, warum verzichtet ihr eigentlich auf eure Freiheit, Fernsehen zu gucken, da wo ihr gerade seid? Die Frage könnt ihr mir beantworten, indem ihr da unten drunter bei YouTube oder bei Facebook beim Sondersender Ultra HD Web TV einfach mal eine Antwort gebt. Ja, viel Spaß beim Fernsehen. Gucken. Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Es rappelt im Karton.
Die ist in der Kiste und es rappelt im Karton. Doch lieber schwarz oder bunt wie ein Bonbon. Es rappelt im Karton.